Promigeflüster, heute heißt's anschnallen, zurücklehnen und den Flug genießen. Also, wir heben ab. Seid ihr ready for Takeoff, liebe Zuschauer? Dann kann einiges schief gehen. Ich gebe ab ins Cockpit sozusagen zu Kevin und zu Stefan und sage erstmal Hallo und herzlich willkommen, die Schlagerpiloten. Servus, grüß dich. Hallo. Hi. Servus, servus. Die Schlagerpiloten ist eigentlich zu Beginn ein Trio gewesen, muss man sagen. Gell? Da war da noch jemand weiteres dabei, den Frank Cordes. Jetzt mittlerweile zu zweit unterwegs, erfolgreich zu zweit. Und eigentlich auch noch recht neu das Ganze, seit 2018. So lange ist es ja noch gar nicht her. Aber jetzt gibt es natürlich euer sechstes Album und da geht es wieder in sonnige Gefilde, oder? Erzählt mal. Ganz genau. Also richtig erzählt sind wir quasi noch gar nicht so alt. Also wir haben uns mit dem Projekt einen zweiten Frühling erschafft und haben Gott sei Dank mit den tollsten Fans der ganzen Welt haben wir schon einige Erfolge vorzuweisen und im letzten Jahr zum allerersten Mal als Künstler die 1 und sogar Doppelgold bekommen mit dem Album Rio. Also es war richtig, richtig toll. Ja, Glückwunsch dafür und ich sage ja den Steffen Peters, wir kennen uns ja auch schon einige Zeit, wir haben auch schon ein bisschen miteinander plaudern dürfen. Du bist ja nicht nur Sänger und stehst auch im Hintergrund für viele andere namhafte Künstler als Produzent und Komponist. Ja, genau. Es sind etliche in den letzten Jahren schöne Produktionen entstanden, Werk gearbeitet. Viel für Fantasy, die letzten Alben jetzt auch wieder. Die kommen auch morgen wieder ins Studio zu uns. Und dann Melissa Naschenweng, jetzt die Amigos ganz neu. Und also die, Christian Franke, ein ganz neues Album, kommt im September. Also wir sind sehr fleißig, wir schreiben. Abgestürzt, würde ich sagen. Abgestürzt, aber hoffentlich nicht. So, da sind sie wieder. Genau, wir hatten leichte kleine Turbulenzen, kann man sagen, wenn man es mal so ausdrücken will. Aber das kommt vor, das kommt vor. Wir sind live sozusagen und jetzt sind sie auch wieder an meiner Seite, genau. Also du hast gerade erzählt, viele namhafte Künstler, die ja bei dir ein- und ausgehen. Und ja, wie kam es eigentlich zu den Schlagerpiloten? Wie sind die entstanden grundsätzlich? Wie habt ihr euch zusammengefunden? Na, sagen wir so, damals haben die Flippers, wo sie aufgehört haben, ein riesen Loch hinterlassen. Es hat dann auf einmal, die waren ja das fliegende oder singende Reisebüro damals, die Flippers. Und wir sind jetzt das fliegende Reisebüro. Ja, genau. Wir haben quasi das Thema übernommen und haben gesagt, diese ganzen Urlaubssongs, diese happy Geschichten, happy Sound, wollen wir weiterführen. Und wir lieben ja den Schlager, wir beide. Und stehen da voll dazu und das ist unsere Welt. Ja. Und haben wir gesagt, das werden wir weiterführen. Und weil man natürlich die ganzen Urlaubsziele und Reiseziele, wo man gerne hinfliegt, besingen, ist der Name Schlagerpiloten dann auch entstanden, weil man braucht ein Flugzeug, um an irgendwelche schönen Orte zu kommen auf der Welt. Und wir beide im Cockpit nehmen die ganzen Fans dann mit unseren Songs. Und so ist dann auch der Name entstanden. Ganz bescheidene Frage. Habt ihr einen Pilotenschein grundsätzlich? Könntet ihr selber auch mal in die Luft gehen und Rundflug machen? Also wir haben tatsächlich schon mal Flugstunden gehabt. Erfolgreich so. Also wir sind ja noch da. Also so schlecht war es nicht. Also, fliegen können wir schon mal. Fliegen können wir. Starten können wir auch. Mit dem Landen, das haben wir noch nicht probiert. Ja, wäre auch wahrscheinlich nur einmal möglich gewesen. Ja, genau. Ja, wir haben uns auch schon informiert, was das so kostet, was man dazu braucht und so weiter. Also wenn wir jetzt noch die Zeit hätten, also Interesse hätten wir schon, den Flugschein zu machen. Doch. Wie heißt es immer so schön? Runter kommen wir immer. Ist nur die Frage, immer. Wie, gell? Ja, genau. Sehr schön. Also, ja. 2. August erscheint euer neues Album, gell? Und da sind, wie gesagt, die ganzen Urlaubsziele so wieder mit drauf. Also wer nicht in Urlaub fahren oder fliegen kann, der muss sich eure CD dann reinziehen, um Urlaubsfeeling für zu Hause zu bekommen, oder? Ja, wenn man jetzt das ganze Urlaubsprogramm haben will, am besten direkt alle 6 nochmal kaufen.
weil man da macht man direkt eine Weltreise und günstiger geht's nicht. Zu Hause eine Weltreise ist das Beste, was man machen kann. Sehr gut. Ja, also unbedingt. Aber wie gesagt, 6 Alben, das in den 6 Jahren habt ihr jedes Jahr sozusagen eine Scheibe, eine CD veröffentlicht, oder? Genau, Genau, genau. ja. So, wir bleiben unserem Motto auch treu, genauso wie jetzt mit dem Album Bonita. Da kann man sich auf altbewährten verlassen, wofür wir eigentlich immer stehen. Gut gelaunte Musik, schön modern arrangiert. Und also es ist eigentlich die Musik, die wir lieben. So, wir sind da eigentlich, sind wir völlig egoistisch. Wir machen eigentlich nur die Musik, die wir mögen. Genau. So, und wir sind echt froh, dass so viele daran teilhaben wollen. Und das ist dann gut so. Also wir Ja. verlassen nicht unsere Flughöhe. Flughöhe, ja, die bleibt. Die Die bleibt. bleibt. Weil wir noch nicht landen können. Wir können noch nicht landen, wir bleiben lieber noch hier. Genau. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ja, und wie sieht's aus bei euch mit Auftritten? Wo macht der Flieger dann wiederum Station und wo kann man euch erleben? Wo seid ihr überall anzutreffen? Wir hatten jetzt letzte Woche unser Heimspiel, die Schlagernacht in Weiß, und sind da auch mehr, wie es den Piloten natürlich gebührt, mit dem Helikopter eingeflogen, vom Heli direkt auf die Bühne gegangen. Die Fans haben sich gefreut, das war natürlich sensationell. Und demnächst sind wir natürlich jetzt auch unterwegs. Wir haben jetzt CD-Release in Oberhausen am 1. August, Donnerstag, 1. August. Genau. Und am 2. August sind wir dann bei Terrassendach Niederrhein. In Goch. In Goch, bei Kleve. Von da aus geht es dann wieder ab nach Bayern, oder? Nein, Bad Füssing. Ach so, ist Bad ja. Füssing. Ja. Ja. Weiß nicht, ob das noch in Bayern ist. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir sind quasi überall. Also wir haben wieder Auftritte in Frankreich, dann Österreich und Schweiz auch dabei. Holland ist auch dabei. Ja, da sind ein paar Termine und also uns kann man quasi fast überall irgendwann Ja, überall sehen. irgendwo kommen wir immer vorbei. Ja, dann im Osten wieder sind wir auch wieder. Genau. Also einfach mal Immer, gucken. immer, immer kräftig dabei. So ist es doch recht. Ja. Dann natürlich muss man auch sagen, den ganzen Flugplan sozusagen, den kann man natürlich auch nachlesen, denke ich mal, auf eurer Homepage, ne? Wo Ja, seid ihr genau. Social Media, wo seid ihr Social Media überall anzutreffen? Also die Homepage ist dieschlagerpiloten.de. Dann natürlich bei Facebook, Instagram. Bei TikTok sind wir auch, aber wir arbeiten noch dran. Also wir sind jetzt gerade am Lernen mit Salto rückwärts und so. Das wird noch ein bisschen dauern. Aber wir arbeiten dran. Also bei den ganzen normalen Social Media Geschichten sind wir auch dabei. Und da haben wir dann auch oder ballern dann auch die Informationen raus. Auch sehr kurzfristig, falls sich mal was ändert. Und wenn es einen interessiert, einfach dabei bleiben, folgen. Oder wie gesagt, spätestens bei dieschlagerpiloten.de da mal nachschauen. Da kann man auch dann für spätere Termine auch optimal planen und die Tickets dann erwerben. Genau, na hoffen wir doch mal, dass bei eurem Rundflug, dass wir uns da auch mal sehen und wie gesagt, euch alles, alles Gute beim Fliegen, nicht abstürzen, das ist ganz wichtig und ja, schön Kurs halten sozusagen. Ja, was gibt's sonst noch für Ziele, wenn ihr jetzt weiterblickt? Was vor dem Album ist ja sozusagen oder nach dem Album ist vor dem Album sozusagen wieder, ne? Ja, wir sind da fleißig dran. Also wie gesagt, wir haben jetzt unsere Heimveranstaltung, also Schlagernacht im Weißen Döcking gehabt. Jetzt, wie du schon sagst, nach der Party ist vor der Party. Wir haben jetzt schon das Setup für die nächste Schlagernacht im Weiß und die ist am 12. Juli 25. genau, 12. Juli 25. Da gibt es dann bald auch die Karten. Und ein Riesenevent, macht einfach Spaß mit einer der schönsten Open Airs in ganz Deutschland. Wir haben tolle Künstlerkollegen eingeladen. Auch wieder. Und natürlich sind wir jetzt auch schon, obwohl das Album Bonita noch nicht raus ist, planen wir jetzt schon das neue Album für 25. Also eigentlich haben wir keine Pause, ne? Fällt mir jetzt gerade mal auf nach 6 Jahren. Es geht immer so weiter. Was stimmt nicht mit dir? Wir müssen auch mal Urlaub machen. So, ja, mach doch. Okay. Machen wir irgendwann, zwischendurch vielleicht. Ja, Zwischendurch, da gibt es bestimmt noch ja. Möglichkeiten, genau. Aber was ich auch noch gelesen habe, der Kevin, der ist Tänzer. Was hat es damit auf sich? Ja,
Es hatte irgendjemand mal rausgefunden, dass ich damals aus Versehen den Titel Vize-Europameister geschafft habe im Freestyle. Und das kam dann auch in Wikipedia und so weiter. Und das war auch gar nicht beabsichtigt. Ich habe halt nur hobbymäßig gern getanzt und war dann damals in der Stammdiskothek bei uns. Und da war dann die Europameisterschaft beziehungsweise auch die Qualifikation zur Weltmeisterschaft auf Ibiza. Und da fiel ein Tänzer aus. Und weil wir da mit mehreren Leuten immer getanzt haben und Showtanz gemacht haben, Breakdance und sowas alles, da hat man dann die besten Freunde, die es gibt, weil die schubsen dich dann nach vorne und mach mal mit. Ja, und dann so aus Spaß habe ich halt mitgemacht. Ja, und dann wurde ich zufällig Vize-Europameister. Also wie gesagt, das war nicht beabsichtigt, es war einfach nur ein Hobby. Und ja, und bei der WM war ich in der Vorrunde quasi raus, weil die waren zu krass. Und ja, so kam das. Ich hab immer gern getanzt. Immer. Und Gut. jetzt mit den Schlagerpiloten habe ich Stefan dazu bekommen. Er hat auch schon Seepferdchen sozusagen im Tanzen in der Stadt geschafft. Und das wird immer besser. Also wir sind da echt einfach. Ich bin ja eher Balu, der Bär, ne? Der kleine, unbewegliche Dicke. Aber mittlerweile so Ist schon gut. aus Intuition gucke ich im Augenwinkel, was er so macht und mache den einen oder anderen Schritt mal mit. Und dann höre ich dann von den Leuten, ja, du bist aber jetzt am Tanzen und du hast dich entwickelt. Ne? Ja, Ich ist auch merke so. es ja selber gar Ist nicht so. so, Ne? super. Aber mir macht Spaß und ihn an der Seite zu haben, ist einfach fantastisch. Also für Let's Dance reicht es noch nicht ganz. Um Himmels Um Willen. Gottes Willen. Da braucht man ja Luft zum Atmen. Ja. Haben wir nicht mehr. Na, na, na. Okay. Aber ich sage, wenn wir uns dann irgendwann mal wieder live treffen, dann werde ich mal ein Auge drauf werfen, wie wo besser tanzt. Schau drauf und vor allen Dingen bei dem Gebärmutterhüftschwung fällst du um. Sehr gut. Okay, also man kann sozusagen bei euch immer auch noch was lernen und wenn es nur der eine oder andere Tanzschritt ist. Also, wie Freilich. gesagt, Leute, liebe Zuschauer, schnallt euch an und startet durch mit den Schlagerpiloten. Von daher sage ich jetzt wieder eine gute Landung und euch alles Gute und viel Erfolg mit dem Album. Vielen, Vielen vielen, Dank. vielen Dank. Bis bald. Bis dahin, danke auch. Ne? Servus. Sag Ciao. Tschüss. Die Zuschauer von YouTube haben jetzt die Möglichkeit, entweder eines der empfohlenen Videos anzuschauen oder gar unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Ich wünsche gute Unterhaltung.